Willkommen zurück zu Let's Play der Pate 2. Wir müssen zum Flughafen, aber mal eben kurz gucken. Hey, wann hast du das letzte Mal von Don Corleone gehört? Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie Bock. Wollen wir noch eine Gefälligkeit machen? Ach nee, komm, die können wir auch noch zum Schluss machen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Story. Nach so langer Zeit. Ach komm, nee, wir nehmen Auto. Taxi! Raus aus dem verdammten Auto! Steig aus oder ich, ne? Weißt du Bescheid? Oh, fahr langsam! Sieh dir diesen Hintern an! Ach, halt die Klappe. Lustmollig, du. Vor allem, er setzt sich hinten rein. Beifahrersitz ist irgendwie out. So. Und dort ist... Nein, nein, nicht ruckeln. Ah, Schande. Egal. Vielleicht sollte ich fahren. Gucken, was hier jetzt ist. Hier scheint es gesperrt zu sein. Warum? Warum gesperrt? Na, hier ist gar nichts. Hä? Ah, doch. Gleiches Recht für alle. Ach, was ist denn mit dir kaputt? Gleiches Recht für alle. Die Arbeiterklasse hat nie Urlaub. Das ist unfair. Ja, habt ihr Pech. Meine Herren, ich hab Geld. Lasst mich. Was ist los? Ich krieg keinen Flug. Alles ist dicht. Das ist wegen der Flughafenarbeiter, sie streiken. Der Flughafen ist geschlossen. Verdammt, ich muss nach New York zurück. Was mache ich jetzt? Warten? Es wird noch schlimmer. Es drohen überall Streiks. Irgendjemand hetzt die Arbeiter auf in ganz Florida. Faselt was von geregelten Arbeitszeiten, Mindestlöhnen, Streikposten. Was? Jemand verbreitet hier diese Kommunistenscheiße? Sieht so aus, keine Ahnung. Mr. Roth weiß mehr darüber als ich. Er ist hier mit einem Freund. Sie sind draußen auf dem Parkplatz. Du solltest mit ihnen reden. Bah, geregelte Arbeitszeiten, faire Löhne. Bah, was ist denn mit denen kaputt? Freundin. Hust, hust, hust. Naja. Ja, hast du vorhin schon mal gesagt. Mr. Roth, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Ah, da ist er. Mal gucken, was der alte Knacker sagt. Müsst ihr mich nicht irgendwie durchsuchen oder so? Naja, egal. Mr. Roth, schön Sie zu sehen. Was führt Sie hierher? Ich bin wegen dieses Streiks hier. Er behindert unsere Geschäfte. Mein Freund hier, er hat ein rechtmäßiges Interesse an einer schnellen Lösung. Sein Name ist Henry Mitchell. Er arbeitet für die CIA. Ein Agent? Was soll das? Dominic, ganz ruhig. Die CIA ist auf unserer Seite. Sie arbeiten mit unserer Organisation seit mehr als 10 Jahren zusammen. Sie sind im Geheimdienstgeschäft, mein Junge. Das ist alles. Wir machen für Sie die Dreckarbeit und Sie geben uns Informationen. Ganz einfach. Reden Sie mit ihm, okay? Naja, reden Sie mit Henry Mitchell. Henry Mitchell ist übrigens auch eine fiktive Figur, also die gibt's im Film nicht. Nein, die gibt's nicht. War gerade nochmal selber am Überlegen. So, reden wir aber mal mit dem werten Herrn. Ah, wer ist größer? I, er, bar. Hallo, Sie sind Dominic, ja? Ich bin Henry Mitchell. Wenn Sie verkabelt sind, sagen Sie es lieber gleich. Ganz ruhig. Ich bin auf Ihrer Seite, okay? Keine Wanzen. Mr. Roth und ich arbeiten schon sehr lange zusammen. Ich habe ihn angerufen, als ich von diesem Streik hörte. Ach, das sind doch nur ein paar Streikposten. Die beruhigen sich schon wieder. Nein, um die geht's mir nicht. Der Kerl hinter Ihnen ist das Problem. Alejandro Almeida. Er ist Kuba-Amerikaner und ein verdammter Kommunist. Er hetzt die Gewerkschaften auf und schürt die Gewalt. Die Situation ist außer Kontrolle. Wir kriegen ihn nicht zu fassen und die örtlichen Politiker wollen offenbar keinen Ärger mit ihm. Vermutlich erpresst er sie. Wozu brauchen Sie also unsere Hilfe? Tja, offiziell sammle ich nur Informationen über Alejandro. Aber Mr. Roth und ich sind uns einig, es muss irgendwas passieren. Ich hoffe, wir verstehen uns, wenn ich Ihnen sage, dass es in unser aller Interesse wäre, wenn Alejandro verschwinden würde. Ich hörte, am Flughafen wäre was los gewesen. Befragen Sie den Streikführer am Flughafen. Oh, oh, oh. Ja, Alejandro Almeida. Die Almeidas sind eine Familie aus Kuba. Nur mal so aus... Schon mal zur Info. Warum ruckelt das Spiel auf einmal? Ich habe nichts umgestellt. Oh, egal. Wir arbeiten 14 Stunden am Tag für ein Butterbrot. Das ist Ausbeutung. Oh, Butterbrot schmeckt doch ganz gut. Die Arbeiterklasse hat nie Urlaub. Das ist unfair. Ach und, ich auch nicht. Gut, ist auch was anderes. Die Fluggesellschaft verdient Millionen und wir kriegen einen Hunger. Kollege, ich rede mal mit dir. Reden wir mal mit dir. Hör zu, ich frag das nur einmal. Wo ist Alejandro Almeida? Alejandro ist einer von uns. Ich liefere ihn nicht ans Messer. Verarschen Sie mich! Willst du für diesen Wichser sterben? Also, wo ist Almeida? Almeida ist mein Freund. Von mir erfahren Sie nicht. So, mein Freund.
Hör sofort auf! Wie fühlt sich das an? Ich glaube, ich finde deine Fachstelle. Alles nur noch schlimmer. Ja, ich mache alles schlimmer. Mischen wir mit! Nein, das ist mein Mann. Also mein Verhör. Wir tragen ihn mal nach da vorne. Dann wird er uns mit Sicherheit was erzählen. Keine Angst, er redet gleich. Ja, sieh genau hin, Arschloch. Da geht's weit runter. Hast du jetzt Angst? Kämpft! Nicht mich. Wenn ich nochmal fragen muss, breche ich dir die Nase. Also, wo ist Alejandro? Alejandro ist einer von uns. Ich liefere ihn nicht als Messer. Sie haben gewonnen. Willst du für diesen Wichser sterben? Also, wo ist Almeida? Okay. Er und seine Jungs sind auf dem alten Schrottplatz. Ist nicht weit von hier. Lass das. Mischen wir mit. Tschüss, mein Freund. So, der Streikführer ist zurückgetreten. Ihr könnt alle wieder arbeiten gehen. Naja, schade. Hätte ja klappen können. Komm, nehmen wir uns einen von deren Autos. Die scheiß Kommunisten sind jetzt ständig in den Nachrichten. Weil sie hier sind, in diesem Land. Weiß Gott, was sie vorhaben. Erstmal gucken, ob ich hier auf der richtigen Spur bin. Doch, ich meine schon. Gut. Ja, die Almeidas, wie gesagt, sind eine weitere Familie. Und eine Familie, das sind die Mangados oder Manganos. Die kommen auch noch. Das sind noch die letzten zwei Familien aus Kuba. Nur so schon mal als Info. Ach du Heiland. Haben wir genug Munition? Ja, bravo. Ist da was? Auf keinen Fall. Können wir in unser Versteck? Ne. Mit denen lege ich mich nicht ohne Munition an. Also da wäre ich ja ganz schön. Plem, plem. So, Freunde. Ich liebe den Laden, die Sandwich. Tütüt. Kann man auch hupen? Nö. Irgendwie nicht. Egal. Mist. Ja, Fahrskills nicht wirklich vorhanden. Aber das ist ja auch egal. Dann holen wir uns jetzt erstmal Munition, würde ich sagen. Und dann besuchen wir Almeida. Eine bessere Lösung geben. Das ganze System ist korrupt. Und? Hat doch gut funktioniert bis jetzt. Ach, ich mag diese Mafia-angehauchten Spiele. Ich weiß nicht wieso. Obwohl ich nicht gewaltbereit bin. Aber egal, sind die meisten ja auch nicht. So, aussteigen. Hä, warum haben wir auf einmal wieder kugelsichere Weste? Hä? Hatten wir die gerade auch schon an? Oder unser Geschäft ist repariert worden. So, einmal alles mitnehmen. So. Schon viel besser. Die Thompson war sowieso das Wichtigste. Und einmal durch die Haupttür. Und wo ist unser Auto? Da ist es. Und wieder zurück. Ich wäre fast... Wartet mal. Sind unsere Leute gerade frei? Ich würde mich sicherer fühlen, wenn noch einer dabei wäre. Bewacht Jerseys... Ne, komm. Den will ich auch noch dabei haben. So, mit meinem Capo noch dabei fühle ich mich deutlich sicherer. Sind halt endlich meine beiden besten Männer, die ich jetzt bei habe. Und beide sind Safe-Knacker. Sollte mir das zu denken geben. Nee, ich denke mal nicht. Es ruckelt. Ich hoffe, der Part wird durch das kleine Ruckeln nicht asynchron. Kann ja sein. 14 Stunden am Tag für ein Butterbrot. Ja, Butterbrot ist auch lecker. Meine Herren. Machen wir jeden Morgen eins, und? Beschwere ich mich auch nicht. Wer weiß, wie das ist, wenn ich irgendwann anfange zu arbeiten. Aber das dauert sowieso noch, weil ich eine schulische Ausbildung mache. So, genug private Sachen. Jetzt gehen wir erstmal feiern. Hallo. Na, alles fit? Ich sehe dich. So. Oh, du hast mich gesehen. Ich habe dich auch gesehen. Ich habe ihn. Wir haben Besuch. Ich bezweifle, dass wir haben keinen Besuch. Wir besuchen Leute. Bilbadi. Komischer. Hallo. Meinst du verträgst noch nicht? Gleich mach dich bereit.
So, da oben ist noch jemand und ich treffe. Doch, ich treffe. Ich hab ihn! So, der wäre auch erledigt. Alejandro! Hallo! Ich komme! Du kriegst Besuch! Ich will jetzt mal mit Herrn Magnum versuchen. Ah, hast du ein... Ah, warum ruckelt es? Ich glaube, ich muss die Framerate mal höher stellen. Nee, ich muss, glaube ich, echt gleich bei im nächsten Part mal die Framerate höher stellen. Was für ein Inferno! Weil jetzt kommen die Ruckler wirklich häufiger. So. Hallo. So. Mist! Weil jetzt ist die Framerate wieder auf 60. Ah, ich muss mal gucken, wie ich das wieder einstelle, dass das nicht zu Ruckland führt. Jetzt ist sie wieder auf 30. Nee, das ist nicht gut. Aber 4 Minuten muss ich noch durchhalten. Dann lohnt sich erst der nächste Cut. Waffe! Waffe! 5 Schuss habe ich nur noch. Ich schieße wie ein Amateur! So, jetzt richte ich mich aber alle auf, Freunde. Schieß, Arschloch! Hoffentlich hast du dich heute früh von deiner Familie ver... Ich sehe ihn! Ich glaube, in diesem Geschäft muss man sich jeden Tag von seiner Familie verabschieden. Die Botschaft müsste ankommen. Mal alles mitnehmen, was hier noch irgendwie liegt. Ganz in der Nähe. So. Steck das Ding weg. Was für ein Ding? Ich hab mein Ding nicht draußen. So, der wäre auch weg. Ach, Alejandro, Alejandro, wo bist du nur? Sauber. Gib mir Hilfe! So. Steck das Ding weg! So, der wäre auch erledigt. Und da ist auch noch einer. Die haben mich angeschossen. Ja, hast du Pech. Komm. Da drüben ist einer der Typen. Vorwärts. Hier lang. Hey, ich gehöre zu dir. Die Granados attackieren jetzt folgenden Ort. Ach, sag mal, habt ihr denn heute nichts anderes zu tun? Verteidigen. Verteidigen. Komm, du hast gerade auch nichts zu tun. Ist man einmal nicht unterwegs. Ich sehe einen. Wir hätten erstmal welche von den Granados ausschalten müssen, aber okay. Hast du einen letzten Wunsch? Der nächste Schuss könnte der letzte sein. So, und Alejandro ist hier irgendwo. Den erledigen wir jetzt in dem Part auch noch. Oh, du! Oh, du Hure! Nicht in die Schulter! Ihr Ratten! Los! Ihr seid solche... Wir müssen zusammenbleiben. Ich hoffe, ich hab... Ich hoffe, ich habe Alejandro schon getroffen. Beziehungsweise seine Clowns hier langsam mal weggejagt. Bist du noch da? Ja. So, Alejandro. Jetzt hole ich dich. Mist. So leicht gehe ich nicht. Wir müssen hier weg. Boah, du musst mich schon um. Gesagt, getan. Er sagt, du musst mich nur umlegen. Oder du musst mich schon umlegen. Vorwärts! Bewegung! Hey, warte! So. Wir kommen. Was? Ah, Pfeil. Wartet mal, wartet mal.
Halt, halt, halt. Ah. Okay, okay. Wir gehen mal wieder auf die Thompson. Ist mir dann doch sicherer. Aber wenn wir jetzt den guten Almeida schon gleich vor der Flinte haben. So, Hugo. Ah, nee, der heißt nicht Hugo. Hugo Almeida gibt's aber auch noch. Du willst dir doch nicht wehtun. Fußballspieler? Egal. Du kannst nicht ewig wegrennen. Die nächste geht zwischen die Augen. Waffe! So, und zack. Das ist der Hölle, Arschloch. So kann man's dann auch erledigen. Und Hugo Almeida ist tot. Hoffentlich rächt sich das nicht irgendwann. So, Hugo Almeida ist tot. Treffen Sie sich in New York mit Michael. Sauber, aber erstmal mache ich an dieser Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zugucken.